Ja, herzlich willkommen für alle, die das erste Mal da sind. Die häufiger kommen, wissen es schon. Wir zeichnen hier auf. Wir streamen auch auf hig.de. Kann uns gucken, wer zum Beispiel krank im Bette liegt. Wünschen wir gute Besserung und erbitten trotzdem sachdienliche Hinweise und Kommentare hier zur Diskussion unter dem Hashtag Dicksaal. Das Ganze schnitzt sich dann noch, dann wird eine Radiosendung draus und läuft dann im Hörsaal auf D-Radio Wissen. Vielleicht muss ich ja hier und da ein bisschen was wegnehmen, weil die nur 55 Minuten lang sein darf. Das ist so in etwa plus ein kleines X der Rahmen, in dem wir heute auch unterwegs sind. Ja, Kirsten hat es ja schon dargestellt. Eigentlich könnte man ja erst mal denken, Jugendschutz im Netz, super, endlich mal ein klar umrissenes Thema, ist aber mitnichten der Fall. Es fächert sich auf ohne Ende. Du hast die verschiedenen Ebenen und Sachbereiche angesprochen. Wie immer sind wir natürlich hier so zwischen unseren Lieblingspolen im digitalen Salon. Also die einen schreien Freiheit und die anderen schreien dann Kontrolle. Und wir gucken mal, wo wir uns dazwischen so bewegen. Wer Freiheit oder Kontrolle reinrufen möchte oder auch was ganz anderes, darf sich gerne unaufgefordert hier drapieren und das Mikro in die Hand nehmen. Wir versuchen, also wir haben ja schon immer viel mit euch, also mit dem Publikum auch diskutiert und versucht euch auch so den Verlauf der Runde lenken zu lassen, könnt ihr jetzt noch doller. Ich frage aber auch zwischendrin nochmal. Aber wie gesagt, wer jetzt nicht unbedingt sich hier vorne hinsetzen möchte, sich nicht ausreichend geschminkt oder so fühlt, kann auch aus dem Dunkel des Saales reinrufen. Ja, ich stelle euch mal die Fachleute vor. Ich glaube, die sind sich alle ganz schön einig heute Abend. Vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Spaltpilz noch reintragen. Björn Schreiber ist Referent für Medienbildung bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter. Also die, die da was reinstellen, bemühen sich auch, zumindest versucht ihr das zu befördern, das in irgendeiner Weise zu regulieren und an bestimmten Sachpunkten auszurichten. Du kennst das Thema Jugendschutz aus den unterschiedlichen Perspektiven, weil ihr ja auch schult. Ihr schult Eltern, ihr schult Kinder und Jugendliche, Pädagogen, also Multiplikatoren und natürlich eben auch die Unternehmen in Sachen, Achtung, jetzt kommt's, Medienkompetenz. Bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir das Wort heute Abend gehört haben. Jördis Dörner arbeitet als Medienpädagogin und stellt sich dabei vermutlich ähnliche Fragen wie Björn, vielleicht so ein bisschen mehr aus der Warte und Perspektive der Kinder und Jugendlichen. Also du vermittelst Medienkompetenz und bringst die an den Verbraucher, sage ich mal, und frage sich, wie verklickere ich das denn völlig unterschiedlichen Altersstufen, Leuten mit völlig unterschiedlichen Kenntnisständen. Und du wirst zum Beispiel auch von so Institutionen wie der Bundeszentrale für politische Bildung gefragt, wie bringe ich denn meine Message an den Menschen, an den jungen Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms. Matthias Rohrer erforscht auch diesen jungen Menschen. Ist ein bisschen schade, dass wir von denen heute, ich würde mal sagen, strebt gegen null. Eine Pubertantin war uns versprochen in Begleitung des Erziehungsberechtigten. Die sind aber leider verhindert. Also wenn ihr irgendwie Kontakt habt mit jungen Menschen und ihr wisst ja, es werden immer weniger, vielleicht kennt ihr aber Pubertierende, dann scheut euch nicht und buttert hier auch rein, was die wohl meinen, wenn hier lauter Vorgesetzte und Erziehungsberechtigte irgendwie ihren Kram erzählen. Also Matthias Rohrer arbeitet am Institut für Jugendkulturforschung. Das Headquarter, so habe ich es verstanden, ist in Wien. Du bist an der Außenstelle Hamburg beschäftigt und erforscht, also das Institut erforscht so plus minus, was bedeutet denn Jungsein heute, unter welchen Vorzeichen, welche Wertvorstellungen, Ideen, Meinungen haben junge Menschen heute. Ich glaube, wir werden dahin kommen, dass es etwas schwierig ist, da immer von einer Masse zu sprechen, statt dann wiederum verschiedene Untergruppen und Szenen aufzuziehen. Also eine Frage, vermute ich, die du dir stellst, ist, welche Produkte, welche Angebote im Netz nutzen die, warum? Soweit sachlich richtig? Ja. Okay. Ich habe meine erste Mail mit Anfang 20 verschickt. Und die Unterhaltungsangebote, die meine Kindheit und Jugend begleitet haben, waren ziemlich übersichtlich. Buch, Kino, Film, Musik, Film dann natürlich nochmal so in den verschiedenen Darreichungsformen. Klar war aber immer, da gibt es einen Absender, der hat irgendwann irgendwas irgendwo irgendwie gemacht. Und dann kommt es irgendwie zu mir und ich rezipiere, also relativ klar strukturiert dieses Sender-Empfänger-Modell. Heute ganz anders, wir machen den Computer an und stellen fest, boah, das ist ja voll unübersichtlich. Und dann ist ja auch dieses Sender-Empfängermodell
nicht mehr da. Also ich kann selber in Erscheinung treten, ich kann produzieren. Was bedeutet denn dann, wenn wir diese Frage nehmen, jung sein, was bedeutet das denn inmitten dieser Angebote? Ich kann konsumieren, ich kann produzieren. Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass wenn wir heute über junge Generationen sprechen, dass es vor allem eine Generation ist, die mit so einem Medienalltag aufgewachsen ist wie noch keine andere Generation zuvor. Ja, also ich mache auch immer gerne einen Vergleich, also es betrifft ja nicht nur junge Menschen, aber wenn man sich selber mal so ein bisschen die Frage stellt, wann war denn das letzte Mal, dass man sich tatsächlich irgendwo aufgehalten hat, wo nicht irgendein Medium anwesend war. Ja, also das heißt, nicht das Handy zumindest in der Hosentasche, kein Plakat, das irgendwie auf einen herabgeblickt hat, kein Zeitschrift, Flyer, der irgendwo herumgelegen ist. Ja. Und wahrscheinlich müssten wir heute irgendwo tief in den Spreewald gehen und alles zu Hause lassen, dann würden wir das vielleicht irgendwie noch schaffen, irgendwo einen Raum zu finden, wo tatsächlich irgendwie kein medialer Einfluss mehr da ist. Und aber das betrifft uns ja, wie du sagst. Genau, das alle. Betrifft uns alle. Ich glaube, der große Unterschied ist, wenn wir über Sozialisation sprechen, also Faktoren, die Einfluss darauf haben, wie Menschen ihre Werte ausbilden, wie sie sozusagen zu ihrem Selbst werden, dann ist es so, dass gerade die neuen Medien auf eine ganz starke Art und Weise sozusagen der vierte große Sozialisationsfaktor geworden sind. Also neben Familie, Schule und Freunde. Ja, und der einen ganz großen und massiven Einfluss hat und dieser Einfluss noch steigen wird. Ja, ist deine Prognose? Das ist meine Prognose, ja. Okay. Und das ist, glaube ich, so einer der ganz spannenden Faktoren, wenn man sich mit neuen Medien, gerade mit digitalen Medien auseinandersetzt, welchen Einfluss haben die auf das Aufwachsen junger Menschen heute? Auch ganz, also objektiv ranzugehen, was sind die guten Dinge, was sind die schlechten Dinge und wie gehen wir damit um? Bevor wir dazu kommen, nochmal, wenn du sagst, die Medien sind prägen zu einem gewichtigen Teil, also zu einem Viertel, wenn wir es jetzt so grob aufteilen wollen, Kinder und Jugendliche mit. Es gibt eine Studie von euch aus diesem Jahr, da geht es auch darum, wer beeinflusst wen, was, wie, die Transformers, wie Jugendliche Kultur und Gesellschaft verändern. Also da seht ihr ja eher Jugendliche als ein Faktor, der was anfasst und umkrempelt. Wie denn? Was machen die denn? Was transformieren die? Im Endeffekt unsere, also wenn man es in Jugendsprache ausdrückt, das, was in ist heute. Also das ist, wir sind heute in einer Situation, wo wir auf einer kulturellen Ebene nicht mehr sozusagen die Alten vorgeben, was gerade irgendwie moderne ist und toll ist, sondern sozusagen es dreht sich um und was heute in unserer Gesellschaft als kulturell top gilt, ja, kommt von jungen Menschen und was junge Menschen produzieren. Ist das so neu? Ist das nicht, seit wir überhaupt drauf gekommen sind, ach Mensch, die sind ja irgendwie keine Kinder mehr und auch noch nicht Erwachsene, das sind Jugendliche, die pubertieren. Seit die was haben, was, wo Musik rauskommen kann oder so, reden wir nicht seither schon davon, dass die definieren, was angesagt ist oder dass es zumindest im Gegensatz zu dem ist, was schon Großmutter wusste? Also ich glaube, das Wichtige ist dieser Gegensatz. Also das ist, die Jugendkultur war immer eine Gegensatzkultur, die sie auf eine gewisse Art und Weise sozusagen immer darüber definiert hat, alles anders zu machen, als die Vorgängergenerationen gemacht haben. Heute sind wir in der Situation, dass die älteren Generationen ganz schnell anfangen, die Dinge, die sie in der Jugendkultur entwickeln, zu übernehmen und zu ihrer eigenen Kultur zu machen. Wir können immer weniger von so einer Gegensatzkultur sprechen. Ja? Und die Entwicklung wird auch immer schneller. Ja? Also das ist dann nicht so, dass die jetzt irgendwie was Neues Kulturelles ausprägen. Das wächst dann mit ihnen mit und ist dadurch dann irgendwann in der Erwachsenenkultur angekommen, weil einfach die jungen Menschen alt geworden sind, sondern ältere Generationen übernehmen sozusagen Dinge, die in jugendkulturellen Welten entstehen und eignen sie sich an. Schöne Scheiße für die, die die Szene oder Kultur erstmal in die Welt gebracht haben. Wenn sie dann sehen, die nehmen mir die Eltern und Großeltern aus den Händen. Jetzt sprechen Marktforscher Jördes von digitaler Volljährigkeit mit 10, weil, so wird da argumentiert, 97% der 10-Jährigen ist regelmäßig online. Wer volljährig ist, ist ja auch mündig. Trifft es hier auch zu? Mit 10?
Also ich glaube, es ist ganz schwierig, da so ein ganz genaues Alter irgendwie festzumachen. Also es ist auf jeden Fall, die Entwicklung hin zur Medienkompetenz ist ein Prozess. Also man kann eigentlich nie sagen, man ist jetzt irgendwie medienkompetent und jetzt irgendwie fertig. Führerschein oder so? Genau, sondern das ist ein Prozess, weil sich ja auch, wie wir gerade gehört haben, die Medienwelt da draußen permanent ändert. Also das kann ja schon per se irgendwie nicht zu Ende sein. Insofern ist es ganz schwierig und kommt natürlich auf den Einzelfall irgendwie auch drauf an, wie weit man schon in der Lage ist, auch bestimmte Gestaltungsabsichten zum Beispiel auch in Medien zu durchschauen und uns auch Medien selbstkritisch zu nutzen und zum Beispiel eine Recherchekompetenz auszuprägen, dass man eben die Informationen, die man über Suchmaschinen oder Google findet, eben auch ja, gewissermaßen einordnen kann und so weiter. Okay, also jetzt haben wir dieses glitschige Seifenstück Medienkompetenz, wo du schon gleich sagst, entspannt euch, wir können nicht sagen, wann die erreicht ist. Es gibt kein Zertifikat, keinen Test, mit dem man sich das attestieren kann. Vielleicht versuchen wir trotzdem noch mal ein bisschen genauer herauszuarbeiten, wo zeigt die sich, wie lässt die sich messen, wie stellst du die fest? Also wo denkst du, ja, ganz praktisch, der oder die ist alt genug, um 2 Stunden zu surfen und zu checken, was ihr oder ihm da begegnet? Na, wir Medienpädagogen arbeiten immer gerne mit Medienkompetenzmodellen, also ganz theoretischen Modellen, die verschiedene Dimensionen dieser Medienkompetenz im Prinzip ausmachen. Keine Sorge, die will ich jetzt hier irgendwie nicht erklären. Aber die haben im Kern eigentlich immer so 3 Bereiche. Und das ist zum einen so dieses Wissen über Medien. Dann hat man da immer einen Bereich drin, der so eher das praktische Handeln betrifft. Also dass ich im Prinzip die Medien auch benutzen kann, ganz praktisch, also Fähigkeiten könnte man sagen. Und der 3. große Bereich ist so dieses Bewerten, kritisch beurteilen, Einstellungen entwickeln, Normen, Werte und so weiter. Das sind so immer diese 3 großen Bereiche, die auch nicht getrennt voneinander irgendwie zu sehen sind, sondern die da gewisse Überschneidungen auch haben, aber wo wir jetzt als Medienpädagogen immer versuchen, drauf abzuzielen, wenn wir sagen, wir machen jetzt ein Projekt oder ein Projektkonzept, dann gucken wir immer, okay, was wollen wir denn jetzt ganz gezielt zum Beispiel fördern und was ist so die Zielstellung, der Endpunkt? Und wo wird diese Art von Medienkompetenz vermittelt, gelehrt oder überreicht? Also machen das die Eltern, machen das die Lehrer, macht das das Internet selber? Momentan im Prinzip überall, kann man auch schon wieder sagen. Einerseits natürlich durch die Medien selbst, aber auch durch Peer Groups, also Gleichaltrige zum Beispiel, durch die Eltern, dann in allen Institutionen, wo sich Jugendliche so aufhalten, also das heißt in Schule, in außerschulischen Bildungseinrichtungen, da findet das so an sich statt. Manchmal ist es gar nicht so transparent und sichtbar unbedingt, dass man jetzt gerade Medienkompetenz erwirbt. Das ist sogar in den genau, das ist in allerwenigsten Fällen vielleicht der Fall, dass wenn zum Beispiel im Biologieunterricht oder sowas der Lehrer sagt, ja, jetzt recherchiert mal dieses oder jenes, dann erwerbe ich ja in dem Moment schon auch eine gewisse Recherchekompetenz, aber er macht ja in dem Sinne jetzt keinen Medienkompetenzunterricht. Und so verstehen wir uns Medienpädagogen im Prinzip auch, dass Medienkompetenz eigentlich so was ist, was alle Bereiche von Bildung so ein bisschen durchzieht und eigentlich so fächerübergreifend, wenn man jetzt mal von Schule ausgeht, auch Bestandteil ist oder auch manchmal ein bisschen mehr haben könnte. Björn, ich schätze, dass du soweit da zustimmst, oder? Bei der Definition Medienkompetenz, wo die vermittelt werden könnte, sollte. Ich mag den Begriff der Medienbildung lieber, weil das aus meiner Sicht einen ganzheitlicheren Ansatz mit sich bringt, dass nämlich Medien ein immanenter Bestandteil von Bildungsprozessen und Persönlichkeitsentwicklungsprozessen von Kindern und Jugendlichen sind und somit auch immanent mitgedacht werden müssen und das auf verschiedenen Ebenen. Das können wir trotzdem mit dem Medienkompetenzmodell ganz gut miteinander verbinden. Das können wir sogar mit deinem Modell der Sozialisation durch Medien verbinden, aber es erweitert das Ganze noch mal ein bisschen, weil Medien sind nicht was Einzelnes, was Abgegrenztes, was jetzt auf Kinder und Jugendliche zukommt oder auch auf Erwachsene zukommt, sondern das beeinflusst ja auch andere gesellschaftliche Instanzen. Das verändert die Form
der Lehre durch Lehrer in Schule, das verändert das familiäre Verhalten, das verändert Eltern. Also im Mecklenburg-Vorpommern gab es gerade eine Plakatkampagne, wo Eltern gefragt wurden, wann sie das letzte Mal nicht auf ihr Smartphone geschaut haben und sich mit dem Kind beschäftigt haben. Also das, ganz besonders digitale mobile Medien verändern alle gesellschaftlichen Bereiche. Mhm. Und so ein, und der Begriff der Medienbildung kann das, glaube ich, ein bisschen besser fassen und auch nochmal so ein bisschen besser einordnen. Und da höre ich draus, dass du sagen würdest, solche Vorschläge wie Medienbildung oder Medienkompetenz als Schulfach brauchen wir nicht, weil es durchzieht ja alles. Das kann, wie Jördes sagte, im Bio-Unterricht vorkommen. Es kommt zu Hause vor, in einem ganz normalen Familienleben und sollte auch Bestandteil sein in anderen Unterrichtsfächern. Oder sagst du, nee, stopp. Wir brauchen schon noch mal eine Doppelstunde die Woche Medienkompetenz und damit nicht, ist nicht EDV programmieren oder sowas gemeint, sondern verstehen, was ich da tue. Also die Debatte um Schulfach Medienkompetenz oder Medienbildung haben wir jetzt, glaube ich, seit 20 oder 30 Jahren und die wechselt sich immer wieder. Die Argumentationslinien sind ein eigenes Schulfach, würde nochmal auf das Thema fokussieren. Und das ist wär sinnvoll, auch aktuelle Tendenzen und Herausforderungen nochmal zu thematisieren und stärker zu thematisieren. Das Argument dagegen ist, dass wir eine fächerübergreifende Behandlung von Medienthemen auch in schulischen Kontexten haben müssen, um sozusagen das nicht in irgendein Fach abzuschieben. Und ich glaube, der Mittelweg ist ganz sinnvoll. Also wir brauchen Medienbildung. Ein bisschen ein Schulfach und ein bisschen kein Schulfach? Also ich meine, da gibt es ja keinen Mittelweg. Na doch, der Mittelweg ist folgender. Wir brauchen Medienbildung in alle Fächer integriert. Also die Medien müssen immanenter Bestandteil von Unterricht sein, auf einer didaktischen Ebene als auch auf einer thematischen Ebene. Aber bestimmte Herausforderungen, die vielleicht nicht im Schulfach Mathematik behandelt werden können, haben durchaus auch ein extra Fach verdient. Also wir reden gerade in der Debatte um Pflichtfach Informatik, um sozusagen auch so technische Hürden nochmal genauer mit Kindern und Jugendlichen diskutieren und erklären zu können und auch die gesellschaftliche Ebene dahinter erklären zu können. Und ich glaube, da wird ein ganz guter Schuh draus. Zustimmung von eurer Seite, Jördes? Eine Ergänzung. Im Prinzip auch, ja, ich bleibe mal kurz bei diesem Begriff Medienkompetenz, weil da kann man, glaube ich, ganz schön anschließen. Ich hatte ja gesagt, dieser erste große Bereich ist so dieser Medienwissensbereich. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann das, was du meinst, also dieses Wissen über die Medien, was ja so erstmal per se in keinem anderen Fach stattfindet. Und genau, das als ergänzenden Punkt dazu, okay. Wie diese Modelle im Prinzip auch mit der Praxis dann irgendwie doch wieder zusammenpassen. Matthias? Ich finde ja die viel spannendere Frage gar nicht, wo die Dinge vermittelt werden sollen, sondern wer sie vermitteln soll. Ja? Also weil wir erleben, also wir haben gerade in Wien eine Studie zu dem Thema auch gemacht und es ist durchaus so, dass wenn wir uns so den klassischen Medienkompetenzbegriff ansehen, also wo man dann den Leuten irgendwie beibringt, wie man recherchiert und wie man Quellen bewertet und solche Dinge macht, dass hier Jugendliche es durchaus für angebracht finden, wenn das dann der Lehrer, die Lehrerin ihnen irgendwie beibringt. Ja, aber kaum geht es um diese jugendkulturelle Nutzung. Ja, dann trauen sie niemandem diese Kompetenz zu. Also das ist, die kann dann zwar irgendwie ein Schulfach machen, das Medienbildung heißt, ja, und da stellt sie dann vorne irgendwer hin und erzählt ihnen dann, das da dürfen sie machen und das sollen sie nicht machen und das ist gefährlich. Es ist nur zu befürchten, dass es nicht ankommt. Ja, also das heißt, du würdest dafür plädieren, was, glaube ich, Jördes eingangs auch mal erwähnte, dass es über die Peer Group vermittelt wird. Es gibt ja entsprechende Projekte, wo dann Schülerinnen und Schüler als Scouts oder so irgendwie als Mentoren erstmal geschult werden und dann auf ihresgleichen losgelassen. Ich glaube, es muss auf ganz vielen Ebenen passieren. Also das soll jetzt nicht bedeuten, dass das jetzt irgendwie komplett aus dem Schulunterricht raus muss und dass die Eltern nicht mehr damit beschäftigen sollen. Aber ich glaube, man muss einfach so ein bisschen umfassender sehen. Also Medienbildung, wo ich durchaus zum Beispiel auch die Anbieter oder große Anbieter von Webinhalten, ja, durchaus auch wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad mit an die Hand nehmen muss, um solche Dinge zu vermitteln. Und wer nimmt die gerade nochmal an die Hand? So Leute wie Björn? Das ist eine gute Frage, wer das machen kann. Ja. Also das ist, glaube ich, eine große Diskussionsebene. Ja. Björn, nimmst du die an die Hand, die Anbieter? In bestimmten Momenten schon. Also wir
Unternehmen sind ja Mitglieder bei uns und wir beraten sie zum Thema Jugendmedienschutz in bestimmten Fällen, auch zum Thema Medienbildung. Wenn es darum geht, dass ein Unternehmen ein neues Angebot herausbringen möchte, sind wir auch dafür da zu sagen, okay, hast du an die und die Sicherheitsaspekte gedacht, hast du, wenn es um die Zielgruppe geht. Was ist das denn konkret? Was ist eure Checkliste? Das ist also ich Angebot. Bin Facebook und will irgendwas Neues auf den Markt werfen. Was du sagst mir, liebes Facebook, erstens, zweitens, drittens. Nee, das kann man nicht so ganz allgemein sagen. Es geht um das Angebot. Wir müssen erstmal analysieren, welche Inhalte hat dieses Angebot, wie ist es aufgebaut, was ist eigentlich die Zielgruppe. Es gibt auch Angebote, die nicht Kinder und Jugendliche als Zielgruppe haben. Und mit welchen Maßnahmen haben wir bestimmte Sicherheitsaspekte involviert und in welchen nicht. Und wenn es dann nochmal stärker in die Richtung Medienbildung geht, das heißt, ein Anbieter möchte stärker Kinder und Jugendlichen Inhalte vermitteln, dann hat man nochmal ganz andere Möglichkeiten. Dann geht es aber auch um sowas wie eine Ansprachehaltung für die einzelne Zielgruppe. Da geht es aber auch um sowas wie Sicherheitsaspekte etc. Wir reden neuerdings im Jugendmedienschutz von dem sehr sperrigen Begriff Safety by Design. Das heißt, schon im Vorfeld, bevor ein Angebot überhaupt startet, also schon dann, wenn es geplant wird, müssen wir Sicherheitsaspekte mit berücksichtigen und schauen, wie können die auch nachher wirklich verwirklicht werden. Mhm. Auf so Sachen käme ich nachher gerne noch zu sprechen und würde dann gerne noch in eurem Bereich Medienkompetenz, Medienbildung bleiben. Vielleicht nochmal eine Frage, die dann mehr auf die Ausstattung, die Kinder oder vor allen Dingen jetzt Jugendlichen schon mit sich bringen. Wir hatten, ich glaube, vor ziemlich genau einem Jahr eine Diskussion über Porno im Netz und da sagte uns der Experte, Porno ist veralltäglicht, das war so der Terminus. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass irgendjemand von uns eine 12-Jährige oder einen 12-Jährigen kennt, der noch nicht Porno konsumiert hat und das auch regelmäßig tut. Die meisten kommen damit plus minus klar und können diese Clips vom eigenen Leben unterscheiden, sprich die haben ihre Kompetenz ausgebildet, um euch da beiden gerecht zu werden, innerhalb ihrer Peer Group. Können wir vielleicht ganz pragmatisch hoffen, das ist bei vielen Inhalten so, es gibt da so eine Robustheit oder Widerstandsfähigkeit, Matthias? Das wäre wahrscheinlich eine Frage an einen Psychologen. Ja, oder an den Jugendkulturforscher. Ja. Tatsächlich ist es, glaube ich, eher eine Frage, die wahrscheinlich ein Psychologe beantworten müsste. Also das, damit setze ich mich wenig auseinander. Aber ich glaube, vielleicht macht es einen anderen Punkt auf, der, glaube ich, hier immer ganz spannend ist, nämlich wie man mit den Dingen umgeht. Also das geht man eher in die Verbotsrichtung, guckt man jetzt irgendwie, dass man irgendwie von den Smartphones auf welche Art und Weise dann diese Inhalte auch immer irgendwie wegbekommt, was ich persönlich für unrealistisch halte, oder muss ich mir sozusagen eher die Frage stellen, wie und wo kann ich sozusagen diese Tendenzen, damit man mit diesen Inhalten umgehen kann, unterstützen kann und wo muss das passieren und wie muss das passieren? Ja, das du hattest aber. Ja, so auch so ein bisschen genereller dazu. Ist manchmal meine Beobachtung in solchen Diskussionen von Erwachsenen, dass sie eben sagen, naja, du bist ja jeden Tag da und du benutzt das ja irgendwie andauernd, dadurch bist du automatisch kompetent, nur weil du jeden Tag damit zu tun hast. So, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich eben auch ganz konkret in diesen Projekten erlebe und ich bin jemand, der ist sehr, sehr offen und unterstellt erstmal allen eine sehr, sehr hohe Kompetenz in den Sachen, das nur so kurz zur Einordnung, dass Jugendlichen oder Jugendliche gerade eben auch, wenn es darum geht, geht zwar ein bisschen weg vom Porno jetzt gerade in dem Moment, aber wenn es um die Tragweite ihres Handelns zum Beispiel geht, eben das noch teilweise noch nicht so wirklich einschätzen kann oder können. Was Woran eben, machst du das fest? Was wäre das für ein Beispiel? Wann merkst du das? Soll ich ganz kurz bei diesem Thema Social Networks bleiben? Da kann ich's, das Thema ist mir egal. Okay. Mir ging es um ein Beispiel. Woran siehst du... Okay, die können zwar bedienen, aber sind vielleicht dann doch noch nicht so weit, dass man sie damit alleine lassen kann. Eine ganz konkrete Erfahrung aus einem Projekt zum Thema Social Media, wo es darum ging, Jugendliche in Social Media fit zu machen. Methodisch habe ich das folgendermaßen gemacht. Wir haben im Vorfeld die Jugendlichen gesucht im Netz und ihre öffentlichen Profile ausgedruckt und im Workshop-Raum im Prinzip ausgehangen. Das heißt, Sie und ihr können sich vielleicht vorstellen, was das für einen Effekt hatte, in dem Moment, als Sie den Raum betraten. Und zwar? Sie waren geschockt. Und ich dachte in dem Moment, okay, Sie sind geschockt, weil Sie jetzt kapiert haben, okay, auch ich kann das sehen.
Sie waren, oder wir haben dann im Gespräch das natürlich so ein bisschen erörtert, was Sie glauben, wie wir an die Informationen gekommen sind und was das mit Ihnen macht und so weiter. Und da habe ich es nicht selten erlebt, dass Sie dann sagten, naja, ihr habt euch in unsere Profile reingehackt. Mhm. Und dann musste ich erklären, nee, wir haben einfach nur eure öffentlich zugänglichen Profile im Prinzip ausgedruckt. Und ein anderes schönes Beispiel, was das vielleicht noch so ein bisschen deutlicher zeigt, wir hatten einmal eine Klasse, da haben wir uns die Zähne ausgebissen und haben keinen Schüler finden können im Netz und dachten so, Mist, es funktioniert diese Methode nicht. Und da haben wir bei einer Schülerin auf dem Instagram-Profil den Profilnamen, also ihren Profilnamen in Facebook gefunden und das war unser Zugang. Wir haben den ganzen Rest der Klasse darüber gefunden. Das haben wir ihnen auch so offengelegt und erklärt, dass man eben, und das ist auch so ein Punkt, wo ich merke, das überschauen sie oder das, da ist das Verständnis vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt. Über welche Jahrgangsstufe oder welches Alter sprechen wir jetzt bei den Beispielen? Das war in dem Fall so 5., 6. Klasse. Das heißt, wie alt sind die dann? 12. 12, genau, sowas in dem Dreh. Das lässt sich aber auch nicht so ganz verallgemeinern. Das kommt auch wirklich sehr auf deren Bildungshintergrund, also Schulart zum Beispiel, auch drauf an. Und ich war bei dem Instagram-Beispiel, genau, dass sie im Prinzip dadurch gemerkt haben, okay, ich bin nicht nur für meine eigenen Daten verantwortlich, sondern ja auch für die meiner Mitschüler. Und das sind so Punkte, wo ich sehe, okay, das sollte man schon irgendwie thematisieren und man kann nicht davon ausgehen, nur ein 12-Jähriger irgendwie den ganzen Tag im Netz rumhängt, dass er alles auch schon weiß und das ganz toll bedienen kann. Das heißt, Björn, das übersetzt, es fehlt dann mitunter die Kompetenz, die Komplexität zu bewerten, wie Dinge miteinander zusammenhängen? Ich glaube, die fehlt nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Wir haben vorhin über digitale Mündigkeit geredet. Ich wage zu behaupten, dass auch viele in der Erwachsenenwelt die nicht haben. Aber ja, durchaus. Und um nochmal auf das Thema, auf das Beispiel Pornografie zurückzukommen, ich glaube, das verdeutlicht es ganz gut. Porno ist ja nicht gleich Porno. Und wir haben so unterschiedliche Darstellungsformen und deshalb auch so ein sehr komplexes System im Jugendmedienschutz, nicht ohne Grund, weil bestimmte Inhalte einfach auch, und da können sie auch noch so fit und reflektiert sein, bestimmte Inhalte können sie einfach auch verstören und darüber müssen wir halt auch reden und auch da müssen wir ein bestimmtes Schutzmaß gewährleisten und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Jugendliche auch selbst bestimmte Schutzbedürfnisse haben, auch die möchten nicht auf alle Inhalte zurückkommen. Also wir haben, wenn wir das Thema Hate Speech besprechen, was aus meiner Sicht ein Problem in der Erwachsenenwelt ist, da haben wir sicherlich auch Jugendliche, die durchaus sehr kritisch damit umgehen und sagen, das möchte ich eigentlich nicht sehen, das ist nicht der oder das ist nicht die Art, wie ich den digitalen Raum für mich entdecken und gestalten möchte. Insofern sind auch Schutzmaßnahmen in bestimmten Fällen durchaus ganz sinnvoll. Vielleicht möchte ja eine oder einer von euch dazu was sagen, aus dem Saal heraus oder aber sich zu uns setzen mit eigenen Anschauungen, Erlebnissen, bitteschön. Vielleicht nimmst du aber das Saalmikro oder kommst nach vorne. Ja, hallo. Hört man das? Läuft, ja. Ja, hallo, Benedikt Fescher. Ich bin auch hier am Institut angestellt und mich hätte interessiert, inwiefern auch so Themen wie YouTube-Werbung, die beispielsweise auf irgendwelchen YouTube-Kanälen, die eine große Followerschaft bei Jugendlichen und Kindern haben, aber von den Älteren quasi kaum rezipiert werden, auch Themen sind, die für den Jugendmedienschutz relevant sind. Meinst du da jetzt so Schleichwerbung, also so ja, Geschichten, wo ich die neueste Wimperntusche ausprobiere Beauty, oder sowas? Beauty Palace und Kim, weiß nicht, wie der heißt. Aber da gibt es ganz viele, die quasi innerhalb so normal andeutenden Content quasi Werbung platzieren. Und das zumindest meines Erachtens noch nicht auf dem Schirm von irgendwelchen Werberäten ist oder so. Und das wäre natürlich ein Thema, das bei Medien- und Digitalkompetenz auch angebracht wäre. Das wäre vielleicht eine Frage an dich, Björn. Also meine Freundin Bibi empfiehlt mir Online-Sachen, mit denen ich einfach besser aussehe. Hübscher Lippenstift. Ein hübscher Lippenstift zum Beispiel. Mhm. Dass, wenn ich jetzt ein großes Lippenstiftunternehmen führen würde, würde ich versuchen, diese Bibi für meine Produkte zu gewinnen. Und dann müsstet ihr ja eigentlich auf den Plan treten, oder? Also das Thema Werbung ist ein Thema im Jugendmedienschutz. Wir reden eigentlich grundsätzlich von der Trennung von Werbeinhalten und redaktionellen Inhalten in den
angeboten. Und ich weiß, dass die Landesmedienanstalten sich, glaube ich, gerade um das Thema Influencer-Marketing und Co. kümmern und da auch gerade Richtlinien dazu veröffentlichen oder zumindest diskutieren. Mhm. Mehr kann ich dazu jetzt aber, glaube ich, gerade nicht sagen. Ich bin da ein bisschen blank. Matthias nickte so wissend? Oder ja, ich halte es, aus Forschungssicht sehr relevant, weil wir wissen, dass dieses Influencer-Marking wunderbar super funktioniert bei den Jugendlichen, dass sie zwar von sich sagen, dass sie das schon aus Werbung wahrnehmen, aber wir auf der anderen Seite auch wissen, dass sie ganz viel dazu neigen, dann einfach Produkte zu kaufen, die sie dort empfohlen bekommen, weil obwohl sie irgendwie von sich aus glauben, das durchaus als Werbung wahrzunehmen, kommt gleichzeitig irgendwie der Schluss, dass sozusagen, also das ist vielleicht der gute Ausdruck hat gewesen, die Freundin Bibi schon kann Blödsinn sozusagen bewerben wird. Und das ist von dem her halte das für sehr wichtig, sie auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ja. Aber um das nochmal zu ergänzen, umso wichtiger sozusagen auch nochmal die Aufgabe der Medienbildung, sozusagen Strukturen dahinter zu thematisieren. Also es ist natürlich in solchen Momenten da auch Werbeeinnahmen dahinter stecken, dass da dahinter auch immer eine Frage der Reichweite steckt und Co. Das ist sozusagen auch durchaus ein wichtiger Auftrag der Medienbildung. Und ich glaube, das Beispiel zeigt auch so ein großes Problem, das man grundsätzlich hat, wenn man über den Umgang mit Medien von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und teilweise auch Erwachsenen spricht, dass die Probleme und die Gefahren durchaus irgendwie bekannt sind, aber sie immer glauben, dass ihnen das nicht passiert oder dass sie nicht darauf reinfallen. Also das ist halt immer ganz, ganz schwierig, also das ist ihnen zu vermitteln, dass das halt... dass das sie durchaus betrifft, ja, weil es ist immer nur etwas, was andere betrifft. Ja, man weiß dann schon, dass es ein Problem sein könnte, wenn man das macht oder dass das passieren kann. Aber das sind halt immer Dinge, die ihnen sicher nicht passieren, weil sie eh genug sozusagen Wissen haben. Und das ist natürlich dann ganz schwierig, einen Zugang zu finden. Ja, also bei jemandem, der irgendwie von sich selbst davon überzeugt ist, dass er hier sozusagen der absolute Profi ist. Und da trifft man natürlich volle Kanne zu, was Björn eben sagte, geht uns ständig auch so. Wir zahlen irgendwas im Internet mit Visa und stellen fest, 20 weitere Verkäufe, die ich nicht persönlich getätigt habe oder irgend sowas. Also sprich, die Struktur gibt ja diese Probleme vor und wir können hier alle vier schlau sitzen und sagen, ja. Projizieren wir das dann vielleicht auch ein Stück weit in die Kinder und Jugendlichen, die natürlich nochmal ein anderes Schutzbedürfnis und auch ein Anrecht darauf, geschützt zu werden haben, als wir, wenn wir denn dann wirklich volljährig sind? Oder würdest du sagen, man kann daran auch was ändern oder kann man es nur zur Kenntnis nehmen? Es gibt diese Probleme. Ich glaube, es unterstreicht eben das, was ich vorher schon gesagt habe, dass es, glaube ich, der wichtige Diskussionspunkt ist und wo die Überlegungen hingehen sollten, ist eher sozusagen dieses Wer und Wie kann man sozusagen Medienbildung vermitteln, ja, und weniger das Wo. Ja, ich mag zum Beispiel diese Diskussion, also wir waren heute noch nicht dabei und ich hoffe, sie kommt auch nicht auf, aber sonst ist ja so dieser Klassiker, dass dann immer gestritten wird, ob das jetzt in der Familie passieren muss oder in der Schule passieren muss, und das halte ich halt für einen völlig falschen Zugang, ja, sondern es ist tatsächlich eher so, wer, ja, das ist, glaube ich, die ganz wesentliche Frage, und wie, und gar nicht so sehr, wo man das dann macht, ja, ob das dann in einem konkreten Unterrichtsfach ist oder in der Familie passieren muss oder wie auch immer. Ja. Ihr merkt, wir wollen uns heute Abend nicht streiten, aber vielleicht habt ihr ja noch Bedürfnisse dahingehend. Ansonsten nehmen wir auch Sachfragen, Einwürfe und anderes, aber vielleicht denkt ihr ja noch, warum gehen die nicht mal dahin, wo die Action ist? Na gut, dann frage ich weiter ganz repressive Sachen ab. Ach doch, Benedikt möchte noch was. So, und du jetzt mit dem Streitpunkt. Nee, ich habe immer noch keinen Streitpunkt. Ich habe eine Interessenfrage, weil mich tatsächlich interessiert. Also gibt es denn schon Bundesländer, in denen so Medienkompetenz oder Digitalkompetenz tatsächlich auch im Lehrplan verankert ist? Also quasi auch schon... ja, quasi jedes Kind das irgendwie machen muss in der Grundschule oder im Gymnasium? Also mein Eindruck war bei der Lektüre, dass es ganz viel so Pilotprojektcharakter hat, machen wir jetzt mal eine Zeit lang. Mhm. Aber du nix? Ja, Berlin-Brandenburg zum Beispiel hat einen neuen Rahmenlehrplan mit einem Basiscurriculum Medienbildung.
was eben besagt, dass Medienbildung fächerübergreifend vermittelt werden soll, wo eben auch wieder dieses Medienkompetenz-Dings drin vorkommt, mit verschiedenen Kompetenzbereichen, die sie eben wirklich von Grundschule an bis in die Oberstufe durchziehen. Und wie schlägt sich das dann nieder? Ist das eine Absichtserklärung oder in welcher Weise wird das nachgehalten, dass das auch stattfindet? Das ist momentan eine sehr, sehr spannende Frage, da der Lehrplan jetzt gerade erst an den Start geht und alle Schulen natürlich dastehen und sagen, what sollen wir machen? Und da starten momentan ganz viele Pilotprojekte. Ich bin da jetzt nicht direkt als Person unmittelbar einbezogen. Ich erlebe das ja dann immer nur quasi in vermittelter Art und Weise über die Lehrkräfte, die da ganz viel Unterstützung momentan eben von medienpädagogischer Seite genau deswegen nachfragen. Und da geht es zum einen natürlich darum, das Thema Medien im Unterricht direkt im Prinzip zu integrieren, aber auch darum, die Zusammenarbeit und die Kooperation mit außerschulischen Partnern auch zu stärken. Dann vielleicht noch eine Anschlussfrage. Also wenn du noch eine Frage hast, nach der musst du dich nach vorne setzen. Hier ist viel bequemer. Inwiefern findet sowas schon Anklang in der Lehrerausbildung? Gibt es auch ein großes Thema. Da empfehle ich mal, den digitalen Salon zum Thema Petucation nachzuhören, lieber Benedikt. Aber Jördis antwortet trotzdem sicherlich gerne. Nee, ich kenne leider kein super Positivbeispiel, weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das ist tatsächlich so ein Punkt, der immer wieder gefordert wird, dass auch flächendeckend und verbindlich in die Lehrer und natürlich auch die Ausbildung aller Pädagogen, also es betrifft natürlich auch Erzieher, Sozialpädagogen, also in alle Bildungsarbeiterinnen und deren Ausbildung und Fortbildungen natürlich dann auch zu integrieren. Also um das vielleicht noch zu ergänzen, zum einen den Rahmenlehrplänen, was gerade ein ganz spannender Diskurs ist, dass die Kultusministerkonferenz erarbeitet gerade ein Strategiepapier zur Bildung in der digitalen Gesellschaft und hat da auch versucht, sehr breit Akteure einzuladen, daran mitzudiskutieren. Also da bewegt sich was. Und wir haben eigentlich auch in nahezu allen Bundesländern Rahmenlehrpläne. Das ist dann immer wieder die Frage der Umsetzung. Und bei den Universitäten, wir haben ja die Freiheit von Forschung und Lehre, deshalb ist es noch diffiziler und komplizierter zu schauen, welche Strukturen sind da eigentlich schon vorhanden. Aber auch da gibt es durchaus angenehme und positive Beispiele. Also Thema der digitalen Bildung, das ist, glaube ich, was ganz Gutes, ist gerade mehr denn je auf dem Schirm, auch von Bildungseinrichtungen, und ich glaube, die verspüren auch endlich mal einen positiven Druck. Wir diskutieren gerade digitale Bildung nicht immer nur unter den Negativaspekten mit den schlimmen, großen, gemeinen Sachen, die da passieren können, sondern auch mal positiv konnotiert, sozusagen, also auch möglichkeitskonnotiert, was ich ganz angenehm finde. Ich würde jetzt trotzdem aber gerne auf die schlimmen, großen, bösen Sachen zu sprechen kommen. Ich hatte ja vorhin schon die Frage nach der Repression angekündigt. Bei euch, also bei der FSM, können sich ja Menschen auch über jugendgefährdende Seiten beschweren. Mhm. Und die Zahl der Beschwerden ist in den vergangenen 5 Jahren ziemlich rasant angestiegen. Von 1740 im Jahr 2011 auf fast 5500 2015. Die Zahlen habt ihr erst vor kurzem jetzt veröffentlicht für 2015. Woher kommt das? Also gibt es mehr große, böse, schlimme Angebote oder ist die Sensibilität gestiegen und ihr werdet auch eher wahrgenommen als eine Stelle, der ich das mal melde, wenn es mir auffällt? Das ist, glaube ich, eher Letzteres. Wir haben eine größere Sensibilität für Herausforderungen im digitalen Raum. Das merken wir zum Beispiel, dass wir einen Anstieg von rechtsextremistischen Inhalten, die gemeldet wurden, hatten. Also auch gerade in der Debatte zum Thema Hate Speech und Co. wurde diesbezüglich mehr gemeldet. Und zum Zweiten ist unsere Beschwerdestelle ja sozusagen keine staatliche Instanz. Und das bringt bei bestimmten Themen wie Themen, die auch strafverfolgungsrechtlich relevant sind, wie Kinder- und Jugendpornografie, die bei uns anonym in der Beschwerdestelle gemeldet werden können, glaube ich, nochmal ein Stück weit Sicherheit für den Melder. Mhm. Das sind, glaube ich, so Momente. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Institutionen, Gremien und Ämtern, die sich um Jugendmedienschutz kümmern. Würdest du sagen, insgesamt ist der deutschlandweit ganz gut entwickelt und aufgebaut oder beklagt ihr eher die Leerstellen und Löcher? Also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern haben wir, glaube ich, ein sehr diffiziles und ein sehr komplexes System im Jugendmedienschutz. Wir haben verschiedene Hoheiten, bestimmte, also die Telemedien liegen auf der Ebene der Länder durch den Jugendstaatsvertrag, die
die an DVDs und Co. liegen beim Jugendschutzgesetz. Wir haben ganz verschiedene unterschiedliche Akteure, die intensiv miteinander im Austausch sind. Aber wenn man mal so einen Wunsch äußern dürfte, würde ich mir auch durchaus eine Vereinfachung des Systems wünschen. Und das auch gerade in Bezug auf die eigentliche Zielgruppe, nämlich Jugendliche und deren und auch durchaus deren Erziehungsberechtigte. Wie könnte das denn weil das aussehen? System zu durchschauen, ist unheimlich schwierig. Und wie könnte so eine Vereinfachung dann eben aussehen? Also wir sind in einem im föderalistischen Land, wir haben die verschiedenen Akteure, die du jetzt benannt hast. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Oder wie zentralisierst du das? Das ist eine Frage, die ich ad hoc nicht beantworten kann. Ich glaube, darüber diskutieren alle Jugendmedienschützer auch schon eine Ewigkeit und finden uns lang auch gerade unter dem Aspekt des Föderalismus und den verschiedenen Zuständigkeiten da auch, glaube ich, nur eine sehr schwierige Antwort. Aber was man nochmal, und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu betonen, dass diese ganzen Institutionen und Stellen und Co. intensiv und eng miteinander zusammenarbeiten, dass da auch ein sehr intensives Diskursverhältnis miteinander besteht und dass man schon versucht, auch gemeinsame Linien und Leitlinien zu formulieren, auch gemeinsam sozusagen an dem Thema zu arbeiten. Okay, dann würde ich jetzt doch noch mal kurz versuchen, die Perspektive umzudrehen. Natürlich schwierig, weil hier keine Leute sind, die das betrifft oder die aus eigenem Erleben berichten könnten. Aber dann befrage ich den Medienkulturforscher. Könnte man die Sache auch so betrachten, dass ich mir mal von den Leuten, über die wir jetzt reden, also Leute unter 18, beibringen lasse, was ich nicht weiß? Haben die vielleicht eine Kompetenz, die ich einholen kann, statt die zu beschulen? Ja, ich glaube, also vor allem eine technische Kompetenz, die Eltern, Lehrer ganz oft fehlt. Ja? Also wenn man so über die grundsätzliche Bedienung mancher Dinge spricht. Ja? Also die Oberflächen. Ja, und was ich mit meinem Handy alles machen kann, jetzt als Beispiel, oder was ich im Internet alles machen kann, was ich auf sozialen Netzwerken alles machen kann. Ja, also geht es rein nur um die Ausübung, ja, und da sind Jugendliche und junge Erwachsene definitiv fitter als die meisten Erwachsenen. Ja, was jetzt noch nichts damit zu tun hat, dass sie dann tatsächlich fit sind, was die Inhalte betrifft. Ja, also das ist ja auch dieser große Gap, den wir heute haben und das auch so ein bisschen die Problemebene ist. Ja? Also warum soll ich, weiß ich nicht, Mama glauben, dass sie das jetzt nicht machen darf, wenn Mama selbst nicht mal den Computer hochfahren kann. Mhm. Ja? Aber gibt es denn vielleicht Projekte? Ich glaube, irgendjemand sagte hier das mal in der Diskussion oder in einem Nachgespräch, redeten wir mal so über die Idee eines freiwilligen digitalen Jahres, wo halt tatsächlich der 17-jährige Abiturient oder Abiturientin noch nicht so recht weiß, was mache ich denn? Naja, mache ich ein soziales Jahr im Altenheim und verklicke denen mal, wie sie sich online Sachen bestellen können oder so. Also gibt es tatsächlich mal Projekte, die dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis oder dieses Gefälle umdrehen oder ist es immer so diese Geste top-down? Also ich kenne vor allem aus Österreich Projekte, aber halt auch sehr vereinzelt. Also es ist halt oft so dieses Problem, dass es vereinzelt passiert und dann meistens auf das Engagement einzelner Personen drauf ankommt und es halt wenig sozusagen Unterstützung auch oft gibt für so Projekte. Habt ihr vielleicht Beispiele, die schon so ein bisschen systematischer aufgestellt sind über das Projekthafte hinaus? Also ich kenne ein Beispiel aus dem Schulbereich, wo es, ich weiß gar nicht, wie man die offiziell nennt, aber eine Schülergruppe gibt, die im Prinzip ihren eigenen Lehrern beim Aufbau vom Beamer, Einrichten vom Rechner im Unterricht und sowas auch helfen und die dann im Prinzip genau andersrum gebucht werden können und dann eben auch diesen Schülern erlaubt es, auch mal 5 Minuten später zu ihrem eigentlichen Unterricht zu kommen, was natürlich die ganze Sache ziemlich cool macht, weil Lehrern zu helfen ist ja erstmal so ein bisschen, aber zu spät kommen zum Unterricht. Aber hey. Das ist natürlich eine ziemlich simple wie brillante Idee, ja, oder? Also ja, einfach mal zu zeigen, ihr seid hier nicht die kleinen Dovis mit Plüschohren, sondern es gibt Sachen, die könnt ihr mir vertellen. Genau. Weil das ist auch etwas aus meinem ganz persönlichen Erleben, dass dann ein Lehrer oder auch ein anderer Pädagoge, weil er eben Angst hat, dass denn die Technik zum Beispiel im Unterricht nicht funktioniert, es lieber gleich gar nicht macht. Das kann ich auch verstehen. Ich meine, selbst in meiner Schullaufbahn, wenn wir in den EDV-Raum gegangen sind, wie oft lief dann da was nicht? Ne? Mhm.
Also, und das ist auch eben so ein Punkt bei dieser Medienbildung, der da sehr mit reinspielt, dass man eben auch, wenn man medienkompetent oder mediengebildet ist, in einem fortgeschritteneren Stadium auch damit umgehen kann, dass man eben vielleicht auch nicht immer alles weiß oder kann. Das ist ja auch im Endeffekt eine Kompetenz. Und gerade in unserer sehr komplexen Medienwelt brauchen wir die auch immer mehr, dass wir eben nicht immer genau komplett alle Risiken 100% abschätzen können. Also das würde ich jetzt gerne so als Take-Home-Message hier an alle für umsonst nochmal ausschenken, sowas wie der digitale Tischdienst oder so, ne? Also das ist, glaube ich, durchaus was, was man vielleicht in den Schulen oder wo man was zu Kamellen hat, mal reintragen kann, dass die Kinder nicht nur so wie bei uns früher die Tafel abzuwischen haben, sondern dass auch wechselweise immer mal zwei für die Technik zuständig sind, finde ich tatsächlich eine große Erkenntnis, muss ich sagen. Viel, viel kleiner eigentlich schon. Also ich halte das durchaus auch für einen sinnvollen Zugang für Eltern zu Hause. Ja, einfach um mal zu wissen, was die dort eigentlich machen. Aber ich glaube, das passiert in der Tat, oder? Also könnte ich mir vorstellen. Wenig. Also es wäre schön, wenn es mehr passieren würde, glaube ich. Also es ist eher, also man hat eher so diese Rückmeldung, dass ganz viele Eltern einfach überhaupt keine Ahnung haben, was tatsächlich dort passiert, ja, weil sie selbst überhaupt keinen Zugang zu diesen Medien haben. Ja. Genau, und dann gehen sie zu einem, wenn ich das kurz ergänze, ein bisschen auf eine praktische Ebene heben darf, gehen sie zu einem Medienelternabend und erfahren da, was man alles machen muss, so schrittweise, welche Filtersoftware und so weiter es alles gibt. Und dann denke ich manchmal, ja, sprecht einfach miteinander oder probiert es einfach mal gemeinsam aus, also dieses gemeinsame Medienerleben und sich wirklich gemeinschaftlich auch füreinander zu interessieren. Eben auch so diese typischen Streitpunkte beim irgendwelchen Online-Spielen zum Beispiel, die eben nicht einfach so unterbrochen werden können, aber dann geht's Abendessen und ne, so, wo man, wenn man jetzt mal irgendwie das Beispiel, was dann gerne herangezogen wird, Fußballverein nimmt, da kann ja auch nicht die Mutti da irgendwie zwischendrin reingehen und sagen, so, jetzt hörst du auf mit diesem Spiel und so. Und sowas würde, glaube ich, ganz viel entkräftet werden, indem man sich einfach, indem man einfach mal fragt und miteinander spricht und sich das erklären lässt, es gemeinsam macht. Genau. Ich glaube, wir haben hier gerade ein sehr schönes, aber auch ein sehr positivistisches Bild von Jugend vermittelt. Ich glaube nämlich in vielen Momenten nicht, dass sie besonders, also sie sind zwar technikaffin, können digitale Medien sozusagen intuitiv nutzen, aber ich glaube, ganz oft haben wir da so eine Grenze, wenn es tiefer gehen sollte, wenn es darum geht, dass wir bestimmte Datenmechanismen, Algorithmen, Mechanismen analysieren müssen. Und genau da hapert es, glaube ich, auch ziemlich doll. Und das ist auch, das haben wir vorhin auch schon diskutiert, durchaus auch ein Manko in der Medienbildung, dass wir da gerade erst auch anfangen, darüber zu diskutieren, wie können wir da Methoden und Vermittlungsmechanismen erarbeiten. Und ein zweiter Aspekt, ich glaube auch nicht mehr, dass wir so einen Generationenkonflikt inzwischen haben. Ich glaube, wir haben einen Milieukonflikt. Also es gibt genügend Studien, die beweisen, dass Eltern auch durchaus digital affin sind. Wir haben Zahlen und Daten zum Thema digitale Affinität von Lehrern, die ihre Unterrichtsvorbereitung mit allen möglichen digitalen Medien machen, das dann aber in der Schule nicht nutzen, aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube, da nähern wir uns auch so ein bisschen langsam an. Was meine große Befürchtung ist, ist sozusagen die unterschiedlichen Nutzungspräferenzen, dass wir da eher zu einer Lücke kommen. Also wir sehen das, also wenn wir in verschiedene Bildungsmilieus gucken, die sehr spezifisch digitale Medien nutzen, manchmal auch sehr einseitig nutzen, dann aber auf der anderen Seite ein sehr hohes Selbstvertrauen haben und ihre eigenen Fähigkeiten, ihre Selbstkompetenz, ihre eigene Medienkompetenz so hoch einschätzen. Und das ist eben sozusagen so eine Lücke zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit gibt. Und das ist, glaube ich, für mich das viel spannendere und wichtigere Thema dabei. Okay, und, also gleich wieder und noch einen Satz Bein zu ergänzen, das haben wir auch bei den ganzen Risikoaspekten. Also ich glaube, wir haben so ganz klar umrandbare und definierbare Aspekte, wo wir sagen, oh, das könnte gefährlich werden für Kinder und Jugendliche, vielleicht sogar für Erwachsene, Pornografie, Gewalt und wenn irgendwie Cybermobbing und Co. Wir haben ja auch Aspekte, die Kinder und Jugendliche durchaus nicht durchschauen können. Also mir fällt
was weiß ich, irgendwelche Inhalte, wir nennen das Ganze auf sozialistische Desorientierung, dass Jugendliche sozusagen beeinflusst werden auf einer inhaltlichen Ebene in ihrer weiteren Entwicklung, ohne es eigentlich wirklich zu bemerken. Das kann von das kann auch in sexuellen Darstellungen geschehen, das kann aber auch ein ganz blödes Beispiel sein, die Webseite von irgendeiner Sekte, die Kinder und Jugendliche vom rechten oder vom rechten Pfad überzeugen möchte. Und die zu durchschauen und die zu analysieren, ist für Jugendliche und wie gesagt auch für Erwachsene manchmal durchaus eine Herausforderung. Also es ist nicht so ganz einfach. Ja, aber das würde ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, das Problem beginnt ja schon dabei, dass es gar nie zu solchen Gesprächen kommt, wo man dann vielleicht diese Dinge auch gemeinsam entdecken kann oder dann vielleicht tatsächlich der Elternteil oder Lehrer, Lehrerin sagen kann, so, es ist zwar spannend, was du da machst, aber da musst du irgendwie aufpassen. Also dahin kommen wir schon gar nicht, ja, weil wir, also diese Digital Divide fängt ja schon viel früher an. Dem ja? würde ich ehrlich gesagt massiv widersprechen wollen, weil auch das haben wir, ich glaube, die letzte Disney-Jugend-U9-Studie oder whatever, hat verschiedene Milieus von Eltern aufgemacht und durchgängig durch alle Milieus haben die Eltern in Befragung gesagt, dass digitale Medien wichtig für die Entwicklung ihrer Kinder sind und dass es auch ein Thema in der Familie ist. Also auch die nehmen das ja wahr. Und es ist ja nicht so, dass wenn sie genervt sind, weil ihr Kind den ganzen Tag Computer spielt, dass sie da auch nicht das Gespräch suchen. Also wir haben ja auch eine Bandbreite an Maßnahmen, die haben ja auch Eltern in der Erziehung, wie sie mit solchen Herausforderungen umgehen. Also ich glaube nicht, dass, oder zumindest ist mir das so einseitig beschrieben zu sagen, ja, die reden ja nicht mal drüber. Das glaube ich wirklich nicht. Jetzt musst du die Linienrichterin sein, der erste Dissens heute Abend. Ja, endlich mal. Also, es ist quasi eine soziale Frage, wo Medien wie kompetent genutzt werden oder ist es plus minus eine Generationenfrage? Also ich stimme durchaus zu, dass wir hier nicht auf einer Ebene von einem Generationenkonflikt sind. Ja. Ach so. Und dass es eher eine Milieugeschichte ist. Ja. Und dass wir durchaus Milieus haben, und das zeigen auch unterschiedliche Studien, dass umso höher wir die Bildungsleiter hinaufklettern, es durchaus auch normaler ist, gemeinsam den Umgang von sozialen Medien in der Familie zu haben. Umso weiter wir hinunterklettern, umso weiter geht das auseinander. Ja. Und trotzdem ist es so, und das zeigen auch Studien von uns sehr stark, dass es ganz viel halt immer noch so an dieser Oberfläche passiert. Das ist dann zwar halt irgendwie schön, dass dann halt die Eltern auch wissen, was dort passiert und welche Dinge teilweise oder das auch selber nutzen. Ja? Aber trotzdem, dass dann ganz wenig dann tatsächlich mit der Mediennutzung von den Jugendlichen wieder zu tun hat. Ja? Das mag, das ist tatsächlich auch nur ein Eindruck, den ich habe, aber es ist, dass so diese gegenseitige, es fehlt ganz oft an dieser gegenseitigen Kompetenz, jetzt fehlt mir das richtige Wort, zugestehen, sie diese gegenseitige Kompetenz zugestehen. Ja, also das ist wahrzunehmen, dass es hier die Gruppe gibt, die in diesem einen Bereich was zu vermitteln hat. Ich glaube, Jördes hat jetzt den Stein der Weisen gefunden und pendelt beide Positionen aus. Ja, ich würde tatsächlich sagen, es ist, glaube ich, praktisch eine Mischung aus beiden Sachen. Sage ich doch. Gut, dann kann ich jetzt endlich meine nächste Frage stellen, wenn ich euch so weit unter einem Hut habe. Ich wollte doch noch mal hier so ein bisschen Pfeffer reinbringen und noch mal diskutieren, was ein Mitdiskutant, der das letzte Mal nach vorne gekommen ist, hier so in die Runde getragen hat. Ganz anderes Thema, da ging es um den Einsatz von Drohnen. Und der meinte, Privatsphäre war ja ganz nett im 20. Jahrhundert, wirklich irgendwie eine kuschelige Sache, aber da sind wir jetzt drüber hinaus. Jetzt brauche ich ja Medienkompetenz nicht erst, wenn ich online belästigt werde, sondern auch schon, wenn ich Informationen über mich einstelle, wenn ich mich verlinke und so weiter. Ist das vielleicht tatsächlich eine Haltung, die junge Leute haben? Privatsphäre, das hatte vielleicht Opa im Krieg, aber ich heute nicht mehr? Ich glaube, sie haben
eine veränderte Haltung zum Thema Privatsphäre und Preisgabe von Daten. Also sie wissen, glaube ich, schon, dass soziale Netzwerke nicht ohne die Preisgabe von Daten funktionieren, haben aber, glaube ich, aber auch sowas wie eine Grenze von Daten, die sie eben nicht nach außen kommunizieren und wo würden. Wo ist diese Grenze? Oder wenn wir vielleicht bei diesem Ideal Privatsphäre bleiben, du sagst ja so sinngemäß, hat sich verändert. Wie denn? Wie würde das ein heute 15-Jähriger, eine heute 15-Jährige beschreiben? Wie unterscheidet sich das von dem Empfinden, das du oder ich oder unsere Eltern haben? Was ich immer wieder spannend finde, gerade in sozialen Netzwerken, dass Jugendliche durchaus unterscheiden können, wie sie agieren, sozusagen im Real Life und in sozialen Netzwerken, obwohl es miteinander verschwimmt. Aber wir haben ja ganz oft so das Thema, Jugendliche haben 598.000 Freunde, aber selbst da unterscheiden sie und auch da unterscheiden sie, welchen Freunden sie welche Inhalte, welche Inhalte mitteilen. Und sozusagen, sie nehmen wahr, dass digitale Medien auch darauf basieren, dass man sozusagen Daten und auch Inhalte preist, die man miteinander teilt, darüber kommuniziert, Anlässe schafft, aber sie setzen da auch, auch das müssen wir, glaube ich, wieder milieuspezifischer sehen, aber sie setzen da auch eine persönliche Grenze. Und wie und die Grenze aussieht, Grenzen das kann ich... Und sind diese Grenzen jetzt weiter gefasst, anders gefasst? Wie würdest du es beschreiben? Ja, das ist ja kein Plus oder es ist kein 0 und 1. Aber vielleicht ganz praktisch erklärt anhand einer Methode, die ich ganz gerne nutze, wenn es um solche Fragen geht, da bringe ich immer so verschiedene Zettelchen mit, wo verschiedene Datenarten drauf sind. Also sowas wie ein Foto von mir in der Badewanne, meine Telefonnummer, meine Adresse, die Uhrzeit, wann meine Eltern aus dem Haus gehen und so weiter. Und die Jugendlichen sollen das im Prinzip einkategorisieren nach, das darf jeder wissen, bis hin zu, oh nee, das ist ganz persönlich, das ist nur was für mich. Und da für mich wären jetzt alle Sachen, die du genannt hast, das ist ganz persönlich und nur für mich. Es gibt auch Beispiele wie zum Beispiel der Name meines Haustieres, mein Spitzname, meine Mathematiknote. Das ist eigentlich für mich immer der spannendste Punkt, weil der eigentlich immer an allen Extremen hin und her wandert. Und ich stelle aber da fest, dass es tatsächlich sehr individuell ist und dass ich nicht sagen könnte, die Jugend heute, wenn man so möchte, haben irgendwie ein großartig anderes Verhältnis zu Datenschutz als ich. Also klar gibt es so Punkte mit diesem Punkt, Uhrzeit, wann die Eltern aus dem Haus gehen. Da sagen sie manchmal, wen soll das denn interessieren? Kann doch jeder wissen. Und dann sage ich, ja, aber überleg mal, wann können das vielleicht doch ungünstig. Ah ja, stimmt, wenn so Diebe kommen oder so, ist es vielleicht doch nicht so. Also so, das sind dann wieder so diese Reflexionssachen, wo man so die Weitsicht vielleicht noch nicht hat. Aber so ganz generell deckt sich das mit meinen Beobachtungen so aus der Praxis nicht so direkt. Aber vielleicht noch mal ein anderes schönes Beispiel, was mich auch so ein bisschen aufhören lassen hat zu dem Thema. Ein Jugendlicher sagte mal zu mir, ach, weißt du was, Joris, wenn ich jetzt mich total verstecke und einigle und nicht so viele Daten preisgebe wie die anderen, dann falle ich ja wiederum auf. Oh, wow. Nochmal ganz kurz, aber noch eine Fußnote zur Mathe-Note. Das ist natürlich auch eine Größe, die abhängig von der Note ist. Genau. Das wäre bei mir auch je nachdem sehr so unterschiedlich, ob ich die preisgeben möchte oder nicht. Genau. Aber vielleicht nochmal du, Matthias, zu der Frage, ist die Definition Privatsphäre eine andere bei Menschen aus der Generation Z, wie wir eingangs gelernt haben, als die von mir, von euch? Also es ist jetzt ein Gefühl, ich habe keine Daten dazu, muss ich gleich sagen. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht wesentlich anders agieren, wie vielleicht auch Jugendliche vor 20, 30 Jahren, nur sozusagen das Publikum wird größer. Also das Problem sehe ich ja auch eher eben bei der Gefahrenabschätzung, also welche Informationen ein schönes Beispiel finde ich immer ist sowas wie sexuelle Orientierung oder politische Einstellungen, ja, also die sie ohne Probleme irgendwie auf der Facebook-Seite irgendwie zu sehen sind, ja, für ihre Freunde und Freundinnen. Und das ist aber wahrscheinlich auch was man vielleicht auch, nehme jetzt mich nicht raus, ja, wahrscheinlich auch mit meinem Freundeskreis geteilt hätte, ja, nur sozusagen der Rahmen des Teilens wird größer, also es ist eher so, manchmal eher so das Gefühl, es ist so, wo,
wo das Problem eher liegt, ist nicht, dass sie jetzt sich keine Gedanken über Privatsphäre machen, sondern eher so diese Gefahreneinschätzung bei vielen Bereichen einfach dann irgendwie oder Konsequenzabschätzung. Ja, also das. Wenn ich jetzt so ein Kind hätte, bei dem ich das vermute oder bei dem ich rausfinden möchte, wie definiert denn das Kind Privatsphäre, was gibt es in den Netzwerken preis, was behält es für sich, würde ich mir natürlich schön schlau auch einen Facebook-Account zulegen und mal gucken, was treibt er oder sie da denn so. Ist das ein Rat, den ihr in eurer Praxis erteilt, auf den eben angesprochenen Elternabenden, wo die Eltern sagen, was mache ich denn, um zu wissen, was der Raphael Ludwig da jetzt treibt? Schönes Beispiel, als ich die ersten Fortbildungen für Lehrkräfte zum Thema Social Media gemacht habe und auch zum Thema Facebook habe ich am Anfang dann immer mein eigenes Facebook-Profil mal gezeigt, weil man kann ja von außen in Facebook nicht reingucken so richtig. Und habe ihm das so ein bisschen gezeigt und da war in jeder Fortbildung eine Lehrkraft, die gesagt hat, oh, geben Sie mal den Namen von meiner Tochter ein oder von meiner Nichte. Oder so. Aber auch ein Geschäftsmodell. Also raten tue ich Ihnen das überhaupt nicht, weil das ist ja im Prinzip eine Art von... Aber ist es nicht das Allerverständlichste? Ich meine, du kommst ins Zimmer, das aufgeschlagene Tagebuch liegt da. Ach, so ähnlich ist das doch, oder? Ich würde das eher so... Ich würde das eher, ja, es ist eine moralische Frage, aber beantwortet sie ehrlich. Ich würde das tatsächlich eher damit vergleichen, am Wochenende sie vor der Disco zu verstecken und mal zu gucken, was die dort drin machen in Inkognito. Also so, ist halt, dann hat man also diese... Ja, ich frage jetzt nicht nach dem Coolheitsfaktor. Nein, es geht gar nicht um den Coolheitsfaktor, es geht halt eher darum, was man mit der Information anfangen kann. Also weil ich halt tatsächlich eher für schädlich dann direkt darauf anzusprechen. Also bin jetzt kein Pädagoge, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der Effekt irgendwie enden wollen wäre, wenn ich dann irgendwie daherkommen würde, so mit dem Facebook-Ausdruck und so sagen würde, so habe ich gestern gefunden und jetzt reden wir drüber. Ja, also ich finde es total schwierig. Also ja. Das hat ein bisschen was von Spionage und vor allen Dingen das widerspricht sozusagen immer wieder der Herausforderung, die wir als Pädagogen, Eltern mitgeben. Die brauchen ein Vertrauensverhältnis zu ihren Kindern. Und vor allem dann, wenn, was weiß ich, das Kind in den Brunnen gefallen ist, müssen Eltern für ihre Kinder da sein. Und ich glaube, mit so einer Spionagehaltung, mit so einer versuchten Haltung, alles erfahren zu wollen und da auch nicht ehrlich und offen zu kommunizieren, wird genau dann problematisch, wenn das Kind Schwierigkeiten oder Herausforderungen oder auch Gefahren begegnet und sich eben nicht mehr an seine Eltern wenden kann und eben nicht mehr gemeinsame Lösungen finden kann. Ich weiß nicht, was die Gefahren und Gefährdungen sind, wenn ich da nicht bin, wenn ich das nicht weiß. Ja, aber es gibt ja auch andere Mittel und Möglichkeiten, mit seinem Kind über seine Nutzung digital aller Medien zu kommunizieren und das zu besprechen. Also auch das ist ja sozusagen immer wieder ein Ziel der Elternarbeit, Eltern dafür für Themen zu sensibilisieren und so ein offenes Verhältnis mit ihren Kindern zu entwickeln, dass Kinder sozusagen immer bei Fragen, Herausforderungen, Gefahren, schönen Sachen mit ihren Eltern kommunizieren und auch Medienerlebnisse gemeinsam gestaltet werden. Also lieber gemeinsam Medienerlebnisse schaffen, ein offenes Diskussionsverhältnis in der Familie schaffen, als Spionage zu schaffen. Ich hätte es damals auch nicht gut gefunden, hätte meine Mutter mein Tagebuch gelesen. Also das ist ja klar, das ist natürlich die Frage der Perspektive. Genau. Ja, aber keine Ahnung, wie es deine Mutter gefunden hat. Vielleicht müsst ihr das mal auf den Begriff. Aber scheinbar haben es zu viele gemacht, sich bei Facebook einzuloggen, sonst wären die Jugendlichen nicht genau. Da jetzt nicht da. Vielleicht habt ihr ja noch Fragen. Dann könntet ihr sie jetzt stellen. Bitteschön. Hallo, ich möchte hier bleiben. Und zwar, ich möchte. Das akzeptieren. Okay, danke. Also, ich möchte etwa. Ich habe zum Schluss eine Frage an den Herrn von den Jugendhilfen oder Jugenddings. Und, Jugenddings, das ist Björn. Ich wollte euch gerne was sagen, doch loswerden zu Jugendlichen ist, also im Vergleich zu, was mir besonders nicht auffällt bei der heutigen Jugend, ist nicht nur, dass die halt mit diesen ganzen digitalen Medien los wird, sondern vor allen Dingen auch, und das finde ich, kommt in den ganzen Diskussionen, weiß nicht, zu Recht oder Unrecht, ein bisschen kurz, ist einfach, dass die heutige Jugend, also jetzt mal im Vergleich zu den ganzen geburtenstarken Jahrgängen aus den 60er Jahren, dass die jungen Leute heute alle total alleine sind. Also wenn ich in einer Gruppe bin, dann sind da, ist da eine 12-Jährige und der Rest sind alle um 50. Also ich denke, und die Leute, die in den 60er Jahren geboren worden sind, die haben alle 17 Cousins und Cousinen und sowas, also sind ganz anders von ihrer Peergroup umgeben gewesen als heute. Das würde mich mal interessieren, auch was das ausmacht, zum Beispiel im Vergleich, nicht nur dieses Digitale.
Und dann war den Herrn von Jugend. Freiwillige Selbstkontrolle, Multimedia-Dienste. Vielen Dank. Also haben Sie so eine Art Kindertelefon oder Jugendtelefon? Wenden sich auch die Kinder und Jugendliche an Sie und mit welchen Fragen oder Anliegen? Danke. Also spielt die demografische Entwicklung, dass es mehr Alte als Junge gibt und zwar zunehmend, spielt das eine Rolle bei der Thematik, die wir besprechen? Das spielt eine Rolle bei vielen Thematiken, wenn man Kinder und Jugendliche behandelt. Also wir reden ja schon auch von der Verinselung von Kindheit in bestimmten städtischen Strukturen und sowas alles. Das ist auch nicht wirklich was Neues, darüber reden wir auch schon seit mehreren Jahrzehnten vielleicht. Aber was sozusagen der Vorteil der digitalen Medien dabei ist, dass sozusagen die Verinselung dadurch ein bisschen aufgelöst werden kann. Ich kann eben, obwohl ich an einem anderen Ort bin, mit meinem besten Freund nochmal via WhatsApp, via irgendwelchen anderen Diensten mit ihm kommunizieren, mit ihm Inhalte Austausch mit ihm auch sozusagen Gespräche führen, die ich mit meinen Eltern und den anderen 50-Jährigen um mich herum nicht führen würde. Also das ist sozusagen die Verbindung davon. Aber ja, und die zweite Frage war nach Beratungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Wir bieten da, wir als FSM bieten da keine Beratung an, aber es gibt Beratungsangebote, die auch von Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. Wir sind im Verbund, dann nennt sich Safer Internet Verbund in Deutschland, wo wir die Beschwerdestelle führen und es gibt da ein Beratungsangebot, das Angebot der Nummer gegen Kummer. Und die dritte Institution, die da mitmacht, ist ClickSafe, die bietet ganz viel Informationsmaterialien an. Also wie gesagt, wir kommunizieren mit den jeweiligen Stellen, sind da eng vernetzt. Das ist, glaube ich, auch der große Vorteil des Jugendmedienschutzes in Deutschland und versuchen da auch gegenseitig Themen aufzugreifen und auch gemeinsam Herausforderungen zu begegnen. Dazu eine Ergänzung. Es gibt eine Plattform, die heißt YouPort. Da können sich quasi Jugendliche selbst hinwenden und da arbeiten auch im Prinzip Jugendliche oder junge Erwachsene Coaches, insbesondere eben in so Fällen von Cybermobbing. Und die versuchen dann im Prinzip auf dieser Peer-Ebene auch zu helfen. Entschuldige, du redest gerade von Youport, nicht von Jugend.support. Youport ist... Ich habe Youport gesagt. Entschuldige, das habe ich falsch verstanden. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Das kann sein, dass das nicht ganz deutlich war. Aber ich meine Youport. Aber es gibt auch noch, um das noch mal zu ergänzen, tolle Überleitung, die Plattform Jugend.support. Das ist eine Plattform, wo Jugendliche sozusagen versucht, das Komplettpaket zu bekommen, nämlich Informationen. Sie können auch Inhalte melden, wenn sie auf jugendgefährdende Inhalte stoßen und sie können weitervermittelt zu Beratungsstellen, also sie werden weitervermittelt zu Beratungsstellen in Problemfällen und mit Herausforderungen. Also auch solche Aktionen gibt es schon. Das ist eine Plattform des eKids, das Zentrum für Kinderschutz im Internet. Das ist so eine multiprofessionelle Einrichtung auf ministerieller Ebene vom Bundesfamilienministerium gefördert und unterstützt, wo sich eben Unternehmen, Pädagogen, Jugendmedienschützer, Juristen auch zusammensetzen und über das Thema Jugendmedienschutz intensiv diskutieren. Hat noch eine von euch eine Frage? Dann würde ich jetzt hier nochmal die letzte Runde eröffnen und dich, Matthias, fragen und danach euch beide auch. Also du könntest jetzt genau eine Sache ändern, um den Jugendmedienschutz zu stärken. Also, wo du willst, Gemeinschaftsstandards der Plattform, in den Lehrplänen, da sprachen wir auch schon drüber, in den Gesetzbüchern, in den Ministerien, also du hast einen Wunsch frei. Was wäre das? Boah, das ist eine überraschend gemeine Frage auf die Schnelle. Tatsächlich würde ich, glaube ich, in die Richtung schnellere Anpassung von Lehrplänen auf die realen Tatsachen. Das würde ich mir manchmal wünschen. Okay, und damit ist dieser Wunsch für euch beide auch schon obsolet und ja, das müsste jetzt was anderes sagen. Mein erster Impuls war eigentlich, was in unseren allen, also aus uns als Gesellschaft zu ändern und uns vielleicht manchmal ein bisschen mehr auch an die eigene Nase zu fassen und zu überlegen, wie war ich denn in meiner Jugend und was habe ich denn da vielleicht auch für Sachen gemacht oder mich da auch manchmal widersetzt. So, das würde ich mir manchmal auch also wünschen. Also mehr Ehrlichkeit im Umgang erstmal mit sich selbst, bevor man mit anderen redet. Mhm. Okay, und Björn, dein Wunsch? Nur einen einzigen? Nur einen einzigen. Und nicht dieser Trick, ich wünsche mir, dass ich unendlich viele Wünsche frei habe, nur einen einzigen. Ja, vielleicht kann ich einen vernetzten Wunsch angehen. Also ich ich wünsche mir, dass in der Debatte Jugendliche stärker zu Wort kommen.
Ja, wie heute Abend. Als allerersten Punkt und das sozusagen der Folgewunsch davon, das hat automatisch zur Folge, dass sozusagen die beiden Professionen, die wir heute wunderbar miteinander vereint haben, aber noch stärker, also Jugendmedienschutz und Medienbürger noch stärker miteinander zusammenarbeiten müssen und agieren müssen und sich manchmal, das haben wir manchmal auch eben nicht als was Gegensätzliches sehen. Hast du es jetzt doch geschafft, zwei Wünsche unterzubringen unter einem Hütchen. Vielen Dank euch allen fürs Kommen. Vielen Dank auch euch fürs Kommen. Also ihr seid ganz besonders tapfer, weil ihr seid die wenigen, die es hierher geschafft haben. Danke dafür. Schade natürlich in der Tat, das war ja zum Schluss ein bisschen auch bei dir zu hören, dass wir hier nicht mit Jugendlichen geredet haben, sondern über, also im Grunde all das, was wir jetzt als gute Wünsche ausgegeben haben, fand hier heute Abend nicht statt. Das Schöne ist aber, dass hier wird eine Radiosendung am 20. November zu hören im Hörsaal auf D-Radio Wissen. Steht danach online und kann an die Lieblingsjugendlichen im eigenen Haushalt oder sonst wo weitergegeben werden, aber auch an Lehrerinnen, Politiker, wer euch noch einfällt. Also darf gerne weiterempfohlen werden. Vielen Dank euch fürs Mitdiskutieren, auch teilweise tatsächlich angeschlagen. Danke fürs Kommen und danke auch nochmal an die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die diese Ausgabe des Salons unterstützt hat. Die Jahresendausgabe ist dann am 30. November der digitale Salon zum vielversprechenden Titel Internet der Sinne. Bis dahin. Tschüss.